Hm? Ja, von Red Dragon. Sally, mein PC nervt und hallo Viola. Hallo Red Dragon. Was nervt denn an deinem PC? Dann kauf dir einen neuen, ja. Und hallo Stimme, die ich noch nicht kenne, aber glaube, es ist Sadie. Oh. Das nicht Sadie. Das hast du missinterpretiert. Fehlt jetzt ein gutes Stück Kuchen. Echt nichts Süßes mehr hier. Muss morgen backen. Okay, dann weiß ich es nicht. Ja, erstmal muss ich gucken, woran es liegt. Was tut denn dein PC? Schreit er immer laut auf, wenn du ihn anmachst, oder was tut es? Stifte wegräumen hier. Sich aufhängen. Das ist aber nicht so gut. Am Strick oder am Galgen? Der war witzig. Also so, dass ich den komplett ausmachen muss. Systemeinstellungen, Systeme, Updates gucken, ob alles da, ob alle Updates da sind. Was sagt man da noch so ein Kram? Irgendwas mit BIOS-Einstellungen oder so? Und so um 6 gehe ich mal richtig an, ja. Habe den jetzt neu installiert, ja. Ganz genau. Da-di-du-du. Oui, 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 oui. Oh Gott, der Stream hat noch nicht mal angefangen und ich bin müde. Und bei uns schneit's schon wieder. Wie sieht's bei euch aus? Dabei wollte ich heute selbst mal streamen. Hat keine 20 Minuten gehalten, da hing der Computer wieder. Danach habe ich den auch sofort neu installiert. Das klingt nicht besonders gut. Klingt nach Festplatte irgendwie. Komme Nachrichten hier. Was läuft hier? Holy moly. Okay. Ich weiß, wo viel Schnee fällt.
Hallo Martina. Gerade nicht, aber vorhin hat's gehagelt. Oh je. Ja, bei mir schneit's irgendwie jede Stunde oder so und dann taut es sofort wieder. Das heißt, jetzt wird's gerade wieder ein bisschen weiß, aber ich höre schon an meiner Außenjalousie, dass es sofort schmilzt. Also, es schneit taut. Da passiert nichts anderes. Hier geht es gerade, aber es hat heute sehr viel geschneit, ja. Ja, eine neue Festplatte ist auch schon auf dem Weg. Hallo Karin! Bup, bup! Überraschung? Wo? Ja, wenn dann jetzt alle da sind, kann ich die Überraschung lüften. Hihi. Sind dann alle da? Liebe Kinder? Wie war das immer beim wie heißt der? Kasperle-Theater. Oder? So wie früher? Karin bupt mich. Unfair. Karin darf mich gar nicht bupen. So, jetzt gucke ich mal in den Chat, ob alle da sind. Dragon ist da. Karin ist da. Martina ist da. Siddi ist da. Lurker sind da. Tritra Trollala, genau, so irgendwie. So, immer noch schneuzen? Bin ganz aufgeregt. Ich habe heute einen Gast in meiner Spielrunde. Ein paar können sich das ja wahrscheinlich denken. Warte mal, muss mal Szene wechseln und dann irgendwie wieder reinhüpfen. Huch. Blub. Ich habe den Sandy als Spieler dabei. Er sagt nur nichts. Martina hat immer noch Kuchen. Oh mein Gott. Martina, du musst Kuchen essen. Aber du kannst ihn auch vorbeibringen, weil ich will Kuchen. Ich habe kein süßes Zeug mehr. Sandy, aufgeregt, wink. Sandy ist heute stumm. Ja. Sandy unterhält sich nur mit Smiley-Emojis aus dem Spiel. Wird total super. Ach, du freust dich, Sandy. Ich freue mich, ich habe Sandy dabei. Karin freut sich bestimmt auch noch ganz doll, weil sie hat sich das ja auch eh gewünscht. Sandy kann für uns tanzen und darüber Gefühle ausdrücken. Ich glaube, du kannst in diesem Spiel nicht tanzen. Ich glaube, du kannst dich nur umherdrehen. Oder? Sowas kann man. Freu, freu, freu. So, Sadie. Da du ja nur ein sehr niedriges Level hast und du hast ein Popo-Ring-Head, sehe ich gerade, was ich sehr unfair finde, weil ich möchte auch ein Popo-Ring-Head. Wo möchtest du denn hingehen und dass ich dich mitziehen kann? Kann ja Morse-Codes machen mit nach links und rechts drehen, durchgeben. Ha! Ja. Aber er kann ja im Chat schreiben. Das gibt's ja hier auch. Guck dir da unten in gelb schreibt er schon. Da. Friend. Echo Z. Schreibt. Warte mal, ich muss mal hier ein paar Sachen ausmachen, damit ich nicht. Damit hier nicht immer irgendwelcher Shit kommt. Ich will nicht wissen. Das will ich auch nicht. Das möchte ich gerne wissen. Möchte ich das wissen? Weiß ich nicht. Party Configuration Message System. Keine Ahnung. Finding Party Member Message. Naja. XP sind immer gut. Ich war zuletzt in der Kanalisation. Ich habe keine Ahnung. Schafft man die schon? Ich meine, wenn du die schaffst, schaffe ich die locker. Ein sehr großes und zwei kleine. Und heute habe ich schon zwei große gegessen. Hm. Ha, lecker Kuchen. Ibims, eins Kuchen. Oh, fuck. Oh.
Hi, das ist ein Raedric Archer. Der gehört hier nicht auf diese Map. Wir sind jetzt gestorben. Und ich habe 352 XP verloren. Fängt ja gut an. Ja, auf was sollen denn die Leute heute wetten, Sedi? Erzähl doch mal. Auf Sterben oder auf getötete Monster oder... Das wäre ein bisschen viel, glaube ich. Oder auf ein cooles, seltenes Item. Wir sind, glaube ich, noch nicht groß genug, um Karten zu finden, oder? Da ist der Ton wieder. Oh, hast du uns gerade nicht gehört? Ich wette, dass ihr eine Banane findet. Ja, dafür müssen wir tatsächlich auf eine richtige Map gehen, damit wir die Banane finden. Lol. Ha, ja. Wo hast du das letzte Mal gespeichert, Sadie? Wir finden bestimmt ein Pouring. Okay. Wir könnten tatsächlich Bananen suchen. Das wäre doch was. Wir könnten Affen töten. Schaffen wir die? Schaffen wir Affen töten? Hui! Also ich bin Nordfronterra. Weiß nicht, wo du bist. Ich gehe mal nach Westfronterra. Da-di-dum, di-du-di, du-du-du. Ich liebe die Musik. Ibims 1 tot. Kann mich jemand heilen? Bitte? Hallo? Oh. Hi. Überhaupt noch Heil-Items in irgendeiner Form? Ich habe Potatoes. Finde ich gut. Hast du etwa keine SP mehr? Aber wie war das noch? War das das hier? Ja. Ja. Schon traurig, wie Ola redet und fragt und bekommt aber keine Antworten. Doch, ich kriege Antworten, sobald er geschrieben hat. Aber ich frage zu schnell und deswegen kann er so schnell gar nicht schreiben. Sag ich jetzt einfach mal so. Ach, solange er mitspielt, ist doch gut. Ja, es ist absolut korrekt. Ich glaube, Sedi, um dich ein bisschen hochzuziehen, gehen wir doch einfach mal zu den Insekten. Und dann können wir immer noch zu den Insekten in die Kanalisation gehen, oder? Mein Gavelite sagt, ich sollte Wölfe jagen. Aber die Wölfe greifen doch alle an. Also, wenn wir da nur einen erwischen, dann ist gut. Aber wenn einer in der Nähe ist, dann greifen zwei an. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Und du mit dem Heilen hinterherkommst. Niemand ist gezwungen, im Stream zu reden. Hab ich ihm auch gesagt. High five, Karin. Aber dein Level-Guide, Sedi, ist ja für den Augenblick des Alleinspielens. Oder steht da irgendwo drin, dass du ab Level 24 einen wunderschönen Archer bekommst, der dich an wundervolle Orte führt und alles für dich töten kann. Also fast alles. Schlag ein Brudi, Schwesti. Schlag ein Brudi. Ha! Brudi! Pouring! Im Falle, dass ich als Support unterwegs bin, sagt mein Guide, ich solle... Jetzt wird spannend. Trommelwirbel. Überall Level, wo ich will. Yay! Ehre. Dann gehen wir doch zu den Insekten und dann können wir immer noch in die Kanalisation gehen. Da gibt's Loot. Haufenweise Loot. Hui! Wisst ihr, was cool ist, wenn man in einer Party ist? Man sieht, wo der andere ist. Da, dieser kleine, süße, blaue Punkt auf der Map.
Der Weiße bin ich, der Blaue ist Sadie. Hihi. Aber den sieht man nur, wenn man in die Map reinkommen ist und der andere sich auch bewegt hat. Das heißt, wenn Sadie jetzt gesessen hätte und ich wäre dann in die Stadt gekommen, dann hätte ich ihn nicht gesehen. Schweinerei. Sadie ist blau. Ja, Sadie ist immer blau. Sadie hat heute Kuchen und Kaffee bekommen. Ich könnte ihn jetzt alle einmal ausbuhen. Huch! Die Pflanzen gehören aber auch nicht hin. Da da da, di bi di bi. Di bi di bi. Mist, der Shortcut geht nicht mehr. Früher war es doch String und die Strichtaste, dass man Schere, Stein, Papier machen konnte. Also, ich glaube, die Schere. Das geht jetzt nicht mehr. Das finde ich unfair. Richtig? Ja. Ich liebe diesen Titel. Kann man das überhaupt noch hören? Ist die Musik des Spiels noch laut genug? Meinem Ohr ist sie nämlich laut genug. Sie gut hören. Das ist schön. Merkt euch diesen Soundtrack. Es ist der beste Soundtrack der auf der ganzen Welt. Nach der Herr der Ringe Soundtrack. Es gibt noch so gute Soundtracks. Harry Potter ist noch gut. Wo gibt auf Welt? Ja, genau. Red Dead, oh ja, der Red Dead Soundtrack. Aber das ist ja ein Spiel. Wir reden ja über Filme. Also Film-Soundtracks mit gutem. Viele alte Disney-Filme haben noch einen guten Soundtrack. Aber Ragnarok ist auch ein Spiel. Huch, ja, Verzeihung. Ha, stimmt. Lol. Huch. Ja, also wenn wir dann Spiele noch mit da reinhauen, warte mal, dann, geht's hier runter? Ich hab keine Ahnung mehr. Hier ging's nicht runter. Wir haben die Auffahrt verpasst. Wo ist sie denn? Ach, da hinten. Viola. Es tut mir leid. Es ist spät am Abend. Hilfe. So schlimm müde war ich vorhin noch nicht. Muss am Stream liegen. Da muss ich gleich mitgehen. Also, was für eine guten Soundtracks gibt's denn? Spiele-Soundtracks. Was haben wir denn noch so? Was hab ich denn sonst noch so gespielt? Okay, mit den Spinnen klappt das ganz gut. Ja, alles andere. Hast du jetzt was bekommen? Ja, ne? Hoffentlich. Hast du XP bekommen? Erzähl mal.
glaube schon, zumindest ein Spinnenbein. Okay, das ist ja schön. Ja gut, die Items werden ja auch geteilt. Wow. Wow. Lauf! Au! Au! Lauf! Ich komme wieder. Funktioniert super. Also, zweiter Tod. In Dark Souls gibt es ein paar. Also, wie oft sterben wir denn heute? Das dürft ihr erraten. RIP. Zehnmal, sagt Red Dragon. Das ist ja... Fünfmal, sagt Karin. Na gut. Also zusammen, nicht jeder. Ja. Warte mal, es heißt... Ja, das ist dann also egal, wer stirbt. Wenn nur einer stirbt, so wie ich jetzt, ist jetzt das zweite Mal gestorben. Also dürfen wir nur insgesamt für dich 10-mal sterben. Hui. Ich sehe schon, Sadie hat die Map verlassen. Seht ihr da den kleinen blauen Fleck? Wir könnten noch zu der anderen Map daneben gehen. Da gibt's Floras. Die bewegen sich nicht. Oder wir gehen zu den Jojos, aber die sind uns schon entwachsen, glaube ich. Was sagst du denn, Sadie? Kennt ihr eigentlich Tibia? Nein. Tibia sagt mir nichts. Was ist das? Ist das was zu essen? Kuchen? Ich laufe dir nur hinterher. Ich habe sonst keine Ahnung. Ha, okay. Dann gehen wir mal zu den Floras. Vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Glück. Vielleicht ist das ein... Weg, weg, weg! Oh Gott, hier laufen wir viel zu viel rum. Im Zweifelsfall... Hast du noch Flywings? Im Zweifelsfall... Wo geht's denn da weiter hoch? Ach da, okay. Wir müssen jetzt überleben. Okay, also wenn es anstrengend wird, dann einfach Flywing und weg. So sehr ähnlich wie Ragnarok. Uh-huh. Ich täusche Interesse vor. Nein, ich täusche das nicht vor. Ich habe Interesse. Muss mir nachher nochmal sagen, damit ich mir das angucken kann nach dem Stream. Da, die. Huch, nein, au. Nein. Der Partyshell noch an, ich hoffe. Ja. Ja, sehr schön. Hallo, kann ich dich angreifen? Die stöhnen so witzig.
Krieg ein bisschen mehr Agilität, das ist ja geil. Yay, seid ihr ein Level. Zeitgleich könnt ihr darauf noch wetten, wie viel Level Zeddy kriegt. Das ist doch mal eine Idee. Also wie oft werden wir sterben und wie viele Level wird Zeddy schaffen? Huch, was ist das? Ein Gold Pouring? Das habe ich noch nie gesehen. Ist das ein Event? Das ist ja süß. Hab das letztens mal mit jemandem gespielt, der sich mit dem Spiel sehr gut auskennt. Hatte mich wirklich sehr an Ragnarok erinnert, also von der Art her. Tibia. Muss ich gucken. Au, ich werde angegriffen. Piu, piu. Uah! Identifizieren. Ich habe kein Glas dabei. Hast du zufällig ein Glas dabei, oder? Schuhe. Wir haben Schuhe gefunden. Zeddy levelt heute 10 Level. Kann das schlecht einschätzen. Alles klar. Okay, also 10 Tode für Red Dragon, 5 Tode für Karin und 10 Level für Zeddy. 15 Level von Red Dragon. Meine Fresse. Jetzt wollt ihr es aber wissen. Wir müssen uns ja anstrengen, Zeddy. Da müsst ihr aber mitzählen, ne? Also, irgendwer muss jetzt aufpassen, dass auch die Level so kommen. Sonst verpasse ich das alles. Vergesse ich das alles. Level ist schon ein bisschen hart, oder? Kann leider bei Zeddy nicht auf die XP-Leiste gucken. Oh, zweites Level. Lol. Da ist ein Baum im Weg. Ich kann nicht treffen. Die Viecher geben viel Base XP, aber wenig Job XP, sagt Zeddy. Ja, okay, aber das, ach, das passt schon. Oder? Ist das schlimm? Hauptsache, du wirst erstmal ein bisschen stärker.
übersehen. Das ist das Coole an diesen unbewegten Gegendingern, Gegenständen. Warte mal, gibt's nicht noch bei Payon diese Stöcker, die einfach nur im Weg stehen? Super mega Schaden machen, wenn du dran vorbeirennst, weil du die nicht gesehen hast in dem ganzen Wald. Aber waren die nicht gut mit Job-XP? Wie hießen die denn nochmal? Yay! Wie hießen die denn nochmal? Lauf, lauf, lauf! Nein, geh doch nicht hin! Oh Gott! Sehr anstrengend. Ich mag die lieber, wenn die weit weg stehen. Ganz klar Jürgen. Stöcker heißen Jürgen? Das wüsste ich. Stöcker heißen Jürgen? Die heißen auch nicht Jürgen. Die sind schon so ein bisschen, eventuell ein bisschen mehr koreanisch, asiatisch, europäisch. Wie das hier irgendwo? Dokibi. Greatest General heißen die. Da könnte man noch hingehen. Die stehen auch nur dumm im Weg rum. Warte mal. Ich möchte bitte das hier neu machen und dann möchte ich hier nur Party und XP sehen. Nee, Friends muss ich auch noch anzeigen. Ne? Friends. Whisper. So. Gucken wir mal. Viel besser. Oder Stochen. Was? Stochen? Was heißt denn Stochen? Oder Stocken? Ja, Jochen nur als Stock. Ach so. Oh mein Gott. Oh nee. Oh, Nase juckt. Jetzt kann ich euch nicht mal fragen, wie euer Osterfest war, weil das Martina gestern schon gefragt hat. Aber da war Sally noch nicht da. Also Sally, wie war dein Ostern? Nicht sterben, auch wenn ich 5 gesagt habe. Voller Essen. Oh, das klingt geil. Vielleicht muss ich mal an Ostern zu Sedi fahren. Ich laufe so schnell, darum bin ich gar nicht gewöhnt hier. Juhu! Jetzt bin ich noch mal stärker.
Karin fragt, was es bei dir zu essen gab, Sadie. Juhu, noch ein Level. Das hat jetzt Sadie 3 Level dazu gekriegt? Ich habe nicht mehr mitgezählt. Der Chat muss mitzählen. Osterbrunch halt. Oh nein, lauf, lauf. Ah. Stirb doch, um Himmels Willen. Nein, nicht hinlaufen. Ah! Nein, wo gehst du denn hin? Oh mein Gott, ich hab Shit geöffnet. Panik. Das Bild ist zu klein. Ich drücke mal überall hin. Ah. Kann ich das hier ausblenden? Ja. Geht's vielleicht ein bisschen besser. Sorry. Was war denn alles auf eurem auf deinem Osterbrunch? Außer Eier und Brot. Was gab es für einen Kuchen? Was gab es für einen Aufschnitt? Was gab es für ein Ei? Eiart. Gab es alle Eierarten, die du so gern hast? Spiegelt, gerührt, gekocht, geomelett, tüttet. Soll ich das jetzt alles aufzählen? Ja. Wir wollen vor Neid zergehen. Wir hatten keinen Osterbrunch. Ich hatte ein einsames Brötchen und ein gekochtes Ei. Und eine Banane. Das war mein Osteressen. Brunch. Ostermittagessen. Juhu, ich habe ein Level. Jetzt werde ich noch stärker. Vielleicht sollte ich mal in Agilität investieren. Oder? Ja, ausweichen ist immer gut. Ich hätte dich liebend gerne mitgenommen. Ja, ich wäre auch liebend gerne mitgekommen. Oh Gott, jetzt habe ich hier erschrocken. Beim nächsten Mal, Karin. Ich wäre ja auch gerne noch einfach nach Hause gefahren. Aber das konnte ich ja auch nicht. Durch die halbe Republik fahren. Nur hart gekochtes und Omelette mit Schinken-Käse-Wrap. Lecker. Klingt voll lecker. Yay. Ich bin wieder Blitz. Ja, ja, ja. Kann ich dich alleine lassen? Ich guck mal in der Umgebung. Bleib ruhig da sitzen und lad dein Mana auf. Ich schreie, wenn ich was finde, was unangenehm ist. Hallo Keyback. Der Server ist, keine Ahnung, ist von 4Game der Gestellte irgendwie. Und da gibt's nur den einen Server, Chaos. Aber das Spiel muss man über 4Game runterladen und dann spielen. Ach so, der. Ja. Ja, warte, am Anfang ist aber Renewal nicht so meins, ja. Ach, ich spiele es nur zum Spaß. Ich muss da nicht unbedingt
hardcore auf die Updates achten oder irgendwie sowas. Deswegen, ich mach's zum Spaß. Deswegen war es mir egal, wo ich nachher spiele. Könntest du bitte angreifen? Was kommt jetzt? Huch! Pfeile. Dankeschön. Ich liebe Pfeile. Pfeile sind immer gut. Wo sind denn meine Pfeile? Hä? Hab ich die jetzt angezogen? Nee. Hä? Nicht blöd? Hä? Wo sind die jetzt hin? Ich hab den doch aufgemacht. Hä? Bin ich blöd? Sally, ich habe keine Ahnung, wo deine Pfeile hingekommen sind. Ach da. Ah. Meine Güte. Versteckt. Jetzt. Spaß, das tut ernst. Nein, es macht hier nur Spaß. Wir sind alle zum Spaß hier. Zum Beispiel Holy Light und Trap Hunter sind OP in Renewal und Holy Cross. Ja, ach so, Holy Cross. Ja, damit beschäftige ich mich nicht. Ich mache es halt irgendwie. Es ist halt wirklich so, ich mache es noch so ein bisschen nach dem, was ich weiß und was ich, wie ich früher gespielt habe. Und ich habe da keine Ansprüche, wie gut das werden soll. Aber danke für den Hinweis. Haha! 50 Damage mehr. Sehen auf der Klippe. Schon mal von Ori Gensro. Der ist halt wie damals Chaos Loki. Ah, okay, keine Ahnung. Nee, wirklich nicht gehört. Ich glaube, ich habe auch einfach nur mal geguckt, wer welches Roh streamt und dann habe ich den gefunden und hab einfach gedacht, das läuft schon ganz gut, deswegen reicht das schon für mich und meine Zwecke, für meine bisschen Zwecke. Noch ein Level. Sind das jetzt 5 Level? Sally muss mal schreiben. Level sind es jetzt, okay. Also Leute, 4 Level sind schon. Für Sally. Dann waren meine 15 vielleicht doch zu hoch. Na gut, kommt halt jetzt drauf an. Jetzt sind wir ja auf einem Gebiet, wo die Monster einfach ein bisschen weniger geben. Wenn wir jetzt wieder so cliffen würden, wie ich das letzte Mal das gemacht habe, die Raupen bringen halt natürlich irgendwie doppelte Menge an XP, dann wären wir auch schneller. Würden wir auch schneller sein, ja. Uah!
Ich hasse Robben. Ich hasse Insekten. Stirb! Oh, Gott sei Dank. Nom. Welches Level hast du denn jetzt? 28? Sally? Base, ja. Könnten wir nochmal versuchen, bei den Raupen ein bisschen zu kliffen. Müssen wir halt nur schnell weglaufen, wenn wegbeamen, wenn irgendeine Raupe kommt. Oder wir fahren nach nach Payon. Payon. Und gucken da mal die Greatest Generals an. Ein goldenes Pori. Cool, ich habe eine Coin Purse bekommen. Lol. Was da drin? Ist da Geld drin? Bin ich jetzt reich? Muss ich die aufmachen? Was habe ich bekommen? Schwachen Nacken? Nichts? Was kriegt man dafür? Hab sie aufgemacht, sie ist weg. Keine Ahnung. Muss sie hin? Was macht sie mit mir? Berieselt sie mich mit Geld? Ach so, gut. Ich hatte schon alle HP voll, Mist. Vielleicht mal einen Rechtsklick drauf machen sollen auf das Item. Lol. Ladida. Bin das nicht gewöhnt, dass ich Rechtsklick auf Dinge mache. Wenn du willst, kannst du meine Items haben, aber keinen Plan mehr, was ich hatte. Dort ist ein Swordman, glaube ich. Mich richtig in Sinne. Oh, da waren wir eh nicht so weit, oder? Ach so, Quatsch. Ach, du bist es ja gar nicht. Entschuldigung. Ich habe gerade gedacht, das wäre die Queen of Schinken, die geschrieben hat, weil ihr beide die gleiche Farbe hattet. Sorry. Komplett vergeigt. Sorry. Nein, ist in Ordnung. Muss nicht unbedingt sein. Da ist eine Schlange. Habt ihr auch beide die gleiche Farbe in meinem Chat? Entschuldigung, das wollte ich nicht. So, lauf! Oh Gott, jetzt kommt da noch einer. Was ist denn hier los? Level für Sally.
Hilfe. Jo! Ein Joblevel für Sally. Ich weiß nicht, wo ich das ändern kann. Beziehungsweise hab's vergessen. Das ist, ich glaube, in den Chat-Einstellungen oder so. Gab's da nicht zwei Tabs, wo du dann auf dein Persönliches draufgehen musstest? Oh nein, komm! Oh, ein Goldpowering! Ja. Mit dieser Lag? So scheiße. Stirb! Ja! Siehst du da? Bei den Viechern kriegst du nämlich 1000 XP pro Vieh. Töte es! Ein Goldpurse. Bei dem Zahnrad und dann da, wo der Name steht. Ja, genau. Irgendwie sowas halt, ne? So. Kann ich euch jetzt endlich töten? In Ruhe. Oh, jetzt bin ich noch mal stärker. So, jetzt kann ich wenigstens endlich auf einen aktiven Skill gehen. Thank you.
mal trinken, weil die so schnell tot sind. Mein Teebeutel ist ausgelaufen. Ha. Oh oh. Hilfe. Die sind so anstrengend. Ich möchte was naschen. Ich habe nicht zu naschen. Ich muss morgen erstmal backen. Ich hätte jetzt auch mal wieder Bock auf so eine. Wie heißt's? Eine Mandarinsahnetorte. Die wäre jetzt geil. Oder? Oder was? So, dann gehen wir mal Cliffin City. Das können wir jetzt mittlerweile gut. Am Wochenende einen Mandarinenkäsekuchen. Ihr habt alle so schöne Kuchen gehabt und ich? Musst du mich einsam vor den Fernseher setzen? Oh Gott, ich komme jetzt nicht weg. Und einsam sein. Ein einsames Brötchen essen. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Jetzt. Nein, es war ja schön alleine. Aber wenn man irgendwie bei der Familie irgendwie ist oder so, dann oder zu zweit ist, dann macht das irgendwie mehr Spaß, glaube ich. Nein, du darfst nicht auf mich zukommen. Das habe ich nicht gesagt, dass du das darfst. Du spielst unfair. Double Level Up. Das ist ja süß.
Whee! Pliffen! So. Tee ist leer. Stream ist vorbei. Au. Oh, ich mag die Blumen, wie sie die hier gemacht haben. Sind ein bisschen groß, aber sind so hübsch. Ah! Ja, ich werde jedes Mal aufschreien, wenn diese Raupe da ist. Nur falls ihr euch wundert. Wenn mir der Chat wieder aufwacht, weil er bestimmt einschläft, während wir hier nicht miteinander reden. Hui! Ich höre noch eine Spinne da, oder? Ja. Sie gesehen. Noch eine Raupe. Noch eine Spinne. Ein Traum. Lauf, Sadie. Quatsch im Chat. Ah! Oh Gott. Oh, Karin hat ihre Farbe geändert. Yay! Boah, die sieht echt voll hübsch aus, die Farbe. Die ist cool. Darfst du behalten. Kommt zurück! Ich muss euch töten! Mal ganz kurz raus. Okay, ich versuche dich zu beschützen. Ich verspreche nichts. Finde ich auch mega. Ja, Karin. Genau. Dum, 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 dum. Jetzt darf ich mich hier ja nicht mehr umgucken. Ich darf mich in diesem Kreisradius umgucken, ja. Ha! Ich beschütze dich. Meinem Leben. Niemand tötet dich. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Hui! Oh. Oh. Entschuldigung. Mein Nashorn. Willkommen zurück. Hast du etwa Kuchen bekommen? Ah, Raupe!
Wow, ich treffe sie nicht mehr. Juhu. Seht ihr, wie viele Level sind? Sieben. Okay, wer hat wie viel gehabt? Red Dragon, glaube ich, 15, ne? Karin hat, glaube ich, 10. Bin immer satt. Ja, Karin hatte 10 gesagt. Ah, nein, das tu doch das nicht. Wieso gehst du denn dahin? Du sollst doch nur schießen. Wir jetzt noch 3 Level schaffen in der Viertelstunde. Dreiviertelstunde. Oh, zu mir der Finger weh. Hier war doch noch eine Raupe. Da ist die Raupe. Dich kann ich von hier schießen. Hihi. Aber genau 3 bitte noch. Alles klar. Das kriegen wir hin. Noch genau 3 für die Karin. Und dann setzen wir uns hin und müssen leider HP aufarbeiten. Aufheilen. Wie war da nochmal die Nummer, wenn du dich hinsetzt? Ich glaube irgendwie 3 HP pro 10 Sekunden oder irgendwie sowas. Also so richtig wenig. Dauert immer ewig, um sich aufzuheilen. Ah. Gehen wir jetzt oben lang? Oh, hier können die. Warte, warte, warte. Jetzt schnell, schnell, schnell. Ja, ja, ja. Das bin ich doch für ein Fuchs. Oh, jetzt merke ich wieder, dass ich so mich so schief hinsetze, weil ich nicht aufpasse, dass ich gerade sitzen muss. Alle Leute setzen sich mal wieder gerade hin und trinken ein Glas Wasser. Das ist jetzt die Erinnerung daran. Hallo, kommen Sie mal her. Ich möchte Sie töten. Hihi. Bleib stehen, ich will dich töten. Nein, kommen Sie zurück. Oh, jetzt ist die weggelaufen. Hallo? Frechheit. Kommen Sie bitte wieder hierher. Ich möchte Sie töten. Unfassbar. Ich brauche Euro einen Gürtelchan. Ja, der Gürtelchan kostet mich jetzt 30 Euro. Old Ladies. Oder darfst ihn gerne mal ausprobieren, wenn ich ihn habe. Ich hole ihn die Tage ab. Weiß noch nicht wann. Jetzt ist mal morgen bei ein Telefonat führen und dann. Wow, lauf! Und dann weiß ich, wann ich wieder in der Stadt bin.
War das jetzt aber nicht geplant? Ah! Oh, Gott sei Dank. Himmel. Warum sind die so anstrengend? Ich will sie doch nur töten. Guck mal da. Hihi. Du hast doch Truckhund. Truckhund hilft mir aber nicht beim gerade Sitzen. Der verhindert nur, dass ich erfriere. Ah, ja. Und der Gürtel ist so fest, dass er dir den Bauch gleich mit einklemmt. Und Magen-Darm sowieso. Und dann kannst du gleich weniger essen. So ein kleines, ist ein kleines Korsett schon irgendwie, oder? So, jetzt kann ich angreifen. Jetzt bin ich bereit. Jetzt ist vorbei hier mit coolen Nummern und bösen Scherereien und so. Jetzt kann ich das hier. Piu, piu. Piu, piu. Piu, piu. Piu, piu. Siehst du, so schnell geht das. Dann wird ja mein Baby zerquetscht. Ja, dein Baby sollte auch zerquetscht werden. Nein, das hab ich so nicht gemeint. Aber ich... Ich merke, wie mein Olivier in der letzten Zeit zurückgekommen ist. Und ich treffe das Viech nicht. Und ich möchte Olivier wieder ein bisschen loswerden. Ich muss wieder ein bisschen aufpassen, was ich esse. Da unten war auch eine Raupe. Kann ich so weit weglaufen. Da unten war noch eine Raupe. Stress. Juhu. Da ist noch eine Raupe. Ich töte dich. Das seht ihr jetzt zwar nicht mehr, aber ich töte sie. Solange Andrö nicht mehr kommt, ist alles gut. Juhu! Juhu! Wie viele Level sind das jetzt? 8? Jo, sind 8. Wir müssen jetzt auch vorsichtig sein, damit die Karin ihre Wette noch gewinnt. Seid ihr nicht so schnell, ihr habt noch über eine halbe Stunde. Oh nein! Wir müssen jetzt erstmal 20 Minuten bis nach Payon gehen und dann zu den Greatest Generals. Ich glaube, da gibt es mehr Job-Level als Base-Level. Oder? Huch. Oh oh, da ist ein Bossmonster. Oder? Habe ich das gerade richtig gesehen? Ein Bossmonster, ein Bossmonster! Das war ein Bossmonster, nein, ich bin nicht hochgegangen. Das war ein Pouring mit Flügeln. Ich möchte es haben. Ich möchte es töten. Ich komm rum. Oh nein! Lauf! Ich habe keinen Buff mehr. Nein! Ah! Lauf! So,
So, ist das Viechi noch da? Bitte, es muss da sein. Ich möchte deinen Angeling töten! Juhu! Nein! Kann es dann wegfliegen? Betraurig. Das ist unfair! Ich möchte ein Pauri mit Flügen. Jetzt bin ich traurig. Unfair! Freies Feld. Freies Feld ist nie gut. Hallo, Raupen. Möchten euch gern töten. Wow. Ach, toll. Nein, nicht zurückgehen. Au! Kann ich von rechts nach links gehen und noch schießen? Das habe ich noch nicht geübt. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte den da. Nein! Zweite Raupe! Ah! Nein, 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 nein! Oh Gott, jetzt stirb doch! Meine Fresse, danke! Oh, Daddy muss sich ausruhen. Oh, Daddy muss sich ausruhen. Ja, mehr Zeit. Da, da, ding, da, 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 da. Oh Gott. Ich weiß jetzt eigentlich immer noch. Nee. Schon wieder aufgehört. Schon wieder alles abgetaut. Nein, was tue ich denn? Jetzt habe ich meine Notfall-Potions gesoffen. Wenn du noch ausruhen musst, sag Bescheid, Sadie. Ich zwinge dich nicht. Juhu. La 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 la. Zwei Raupen. Zwei Raupen finde ich gut. Schnell. So schnell wie der Blitz. Piu, piu. Piu, piu, piu. Meine Güte. Wenn ich nachher ins Bett gehe, dann bin ich wahrscheinlich wieder hellwach. Juhu. Nee, das war ich gar nicht. Das war Sadie. Herzlichen Glückwunsch, Sadie. Juhu, Sadie. Noch eine Raupe. Zwei Raupen. Drei Raupen. Ich bin im Himmel.
Yay! Das ist die andere Raupe. Wollen wir dann noch auf die letzte halbe Stunde woanders hin? Sadie, sag doch mal. Was wäre denn jetzt noch cool? Welches Level bist du jetzt? 30? Zu den Greatest Generals? Er kann warpen! Pack ich nicht. Das ist ja der Oberhammer. Lol, Pronterra. Das heißt aber, wir können doch von hier aus... Nee, können wir nicht. Wir müssen zu der anderen. Dann können wir ja nach Dingsy warpen und so, oder? Oder willst du da hingehen? Warum renne ich dann gegen eine Wand? Auch an Kafra Warp, genau. Lass uns eine Kafra finden. Huch, gab es hier einen Angriff? Doch nicht. Lol. Nein, da wollte ich gar nicht rein. Ich wollte doch die Kafra. Wieder reingehen. Das wollte ich auch nicht aufmachen. Die da wollte ich. Teleport nach Payon. Payon. Wie auch immer. Wusch. Da hat er auch eine Torte in der Hand. So, schnell mal speichern. Schneller laufen. Brumm, brumm. Brumm, 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 brumm. Sind wir jetzt hier runter? Weiß keiner. Hier? Ne, noch ein nach rechts. Kommst du? Wow.
Ui. Gott, ich habe gar nicht mehr so viele Pfeile. Naja, der Stream ist ja auch fast zu Ende und du hast ja bald deine 10 Level geschafft. Ich höre es knistern. Hörst du das? Da. Bin ja mal gespannt. Obwohl aus Holz ist, funktionieren Feuerwaffen nicht. Juhu! Okay, die geben weniger XP als die anderen. Zumindest bei mir. Na ja. Wenn wir langsamer sind, schaffen wir es noch bis zum Streamende. Huch! Oh oh. Lauf! Die greife ich nicht an. Mit denen lege ich mich nicht an. Mm-mm. Wer quietscht hier? Da. Eine Waffe für dich. Bei wie vielen Leveln sind wir jetzt? Ich glaube bei 9. Bin nicht so sicher. Sally, sag doch mal. Bei 9 Leveln. Also bei 10 Leveln ist hier Schluss. Mehr wollten wir heute gar nicht schaffen. Hahaha. Ist natürlich Quatsch. Wenn Karin ihre Wette verliert, verliert sie ihre Wette. Aber ich glaube nicht, dass Red Dragon seine noch gewinnt. Au! Jetzt bin ich blind! Ich bin blind! Ich sehe nichts mehr! Ich treffe nichts mehr! Ich weiß nicht, was dagegen heilt. Ah, das kann ich wieder sehen. Glaube ich auch nicht. Ich habe nicht darauf geachtet, welches Level Sally zu Beginn hatte. Ja, das war auch... also 15 Level hätten, wären vielleicht noch irgendwie gegangen, aber... es ist halt knapp, ne? Theoretisch könnte man das schon schaffen, aber wir streamen ja nicht länger als um 10. Huch. Au, da macht er Schaden. Ih, da macht er blind. Was denn das? Blind. Ich bin blind. Schon wieder. Solange ich nichts tun muss, wenn ich verliere, soll es mir recht sein. Oh. Hilfe. Ich möchte nicht mit dir spielen. Du komisches Totenfeuer. Nein, du musst natürlich nichts tun. Wenn du verlierst. Wir haben ja noch viele andere Leute verloren. Die mussten auch nichts tun. Oh. Hier gibt es ein MVP.
Wann kommt er wieder? Uhr. Das heißt, der spawnt gleich. Nee, der ist jetzt gestorben. Okay. Das heißt, der kommt erst in zwei oder einer Stunde wieder. Gott sei Dank. Wir haben unsere Ruhe. Gibt's hier nicht gerade noch einen, der gequietscht hat? Hallo, könnten Sie bitte angreifen? Oh Gott, das Feuer. Ich hab das Feuer. Wow! Tod und Verderben folgt mir. Wieder irgendwer geknietscht, aber da ist auch einfach nirgendwo wer quietscht. Da quietscht einer. Da quietschen zwei. Kann ich noch schneller werden? Juhu. Können wir einen Teddy überleben? Überlebt. Cool. Noch einmal arbeiten, dann ist schon wieder Urlaub. Boah, Red Dragon, das ist so gut. Ich möchte auch nur noch einmal arbeiten und Urlaub haben. Zuschlagen. Da wollte ich gar nicht lang gehen. Ich wollte oben lang gehen. Entschuldigung. Muss erstmal den Master fertig machen. Ja, erinnere mich nicht daran. Ist alles so blöch. Mit dieser tägliche Zwang dazu, was zu tun und zu lesen und zu was aus Papier zu brechen. Oder in den PC zu brechen. So. Aber am besten berecht ihr nicht in den PC, das mache ich alleine. Ja, naja, jein. Es läuft halt gerade ein bisschen so. Ich habe jetzt ein Kapitel angefangen, da, wo halt viele Sachen, die ich vorher gemacht habe, zusammenfließen. Und das heißt, es wird gerade ein bisschen voll, sich nur auf das Grundlegende zu konzentrieren und nicht ständig auszuschweifen.
Oder dann einfach nur einen Kommentar an der Seite zu machen und zu sagen, okay, da guck ich dann weiter nochmal nach. Das heißt, das ist jetzt halt ein größerer Teil, wo man viel reden kann, was halt ziemlich gut zu allen Dingen passt, was ich da bearbeiten will. Und es fügen sich die einzelnen Puzzleteile, die ich die Monate davor gemacht habe, zusammen, und das wird ein bisschen viel. Ich würde gerne nur noch einen Tag Urlaub und danach Arbeit haben. Oh. Ach, Martina. Du schaffst es, Viola. Ja, irgendwie werde ich es wohl schaffen. Ich habe heute vor, oder gestern habe ich von meiner Mitbewohnerin, meiner Nachbarin erfahren, dass meine Uni oder unsere Uni, die sich ja eigentlich extrem dafür auf die Schulter geklopft hat, dass sie ja so eine strikte Corona-Politik fährt und dass die ja Online-Semester sofort angeboten haben und bla 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 und dass da keiner auf dem Campus soll und mimimi und all so ein Kram. Die haben jetzt bei deren Fakultät so richtig sich eingeschossen, finde ich, weil die jetzt die ganzen Semesterferien und vorlesungsfreie Zeit darauf gewartet haben, dass die Inzidenzzahlen runtergehen, damit sie alle Prüfungen in Präsenz machen können, anstatt einfach zu sagen, wir scheißen auf die Inzidenz und machen den Shit jetzt einfach sowieso online, die ganzen Prüfungen. Und jetzt hat die Fakultät viel zu lange gewartet. Jetzt ist das Semester gestern wieder gestartet. Oder heute? Heute. Gestern war Feiertag. Und jetzt müssen die, jetzt steigen die Inzidenzzahlen natürlich. Und jetzt merkt die Fakultät, irgendwie können wir die Prüfung, auf die wir jetzt schon seit 8 Wochen verzichtet haben und die wir eigentlich seit 8 Wochen hätten online machen können, können wir jetzt doch nicht irgendwie in Präsenz machen, weil bla. Jetzt machen wir die halt im laufenden Semester sofort am Anfang abends. Die hat jetzt den ganzen Tag über Kurse und abends muss die sich in ihr Zimmer setzen und muss die Prüfung schreiben. Stundenlang. Da fährst du dir doch an den Kopf und denkst dir, was haben sie denn da jetzt sich darüber nachgedacht? Also das war der totale Dünnschiss Number One irgendwie. Die tut mir richtig leid. Die studiert was anderes als ich. Und die hat auch deutlich mehr Kurse als ich. Und die muss auch deutlich viel mehr lernen als ich. Die ist so richtig angearscht. Die haben jetzt den ganzen Tag die nächsten Kurse. So, das war Level 10, glaube ich. Ja, und schreiben abends, wenn alles vorbei ist und alle Studenten frei haben wollen, wo du einfach sowieso nichts mehr in dein Hirn kriegst, dann schreiben die Prüfung. Das muss man sich mal vorstellen. Die haben jetzt 8 Wochen Zeit gehabt, die ganze Scheiße einfach online zu schreiben. Weil sie sich ja damit total gelobt haben. Das ganze Jahr über hat sich die Uni selbst damit gelobt und weiß ich nicht, gesülzt, dass sie ja ach so geil sind, weil sie ja mega coole Corona-Politik fahren. Und jetzt kriegen sie es nach einem Jahr nicht mal hin zu sagen, okay, scheiß auf die Inzidenzzahlen. Wir machen jetzt einfach gleich das online und fertig. Ende aus. Nein, jetzt müssen die das, während die anderen Kurse schon angefangen haben und die zeitgleich auch dafür lernen müssen, weil wenn du dort am Ende des Semesters anfängst mit zu lernen, was sie studiert, bist du sowieso im Arsch. Da brauchst du nicht mehr weitermachen. Und jetzt schreiben die abends, wo hier nur Halligalli ist im Wohnheim. Und selbst wenn du zu Hause schreibst, hast du doch das Hirn ist doch leer. Wer will dann abends um 18 Uhr noch sich hinsetzen und eine Prüfung über 3 Stunden schreiben? Die Lack gesoffen oder so? Also, tut mir leid. Unglaublich dumm, Red Dragon, ja, genau. Es ist auch einfach so dämlich. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Da hätte ich doch schon im März gesagt, okay, irgendwie
gehen die Inzidenzzahlen nicht runter. Wir lassen das jetzt, wir warten jetzt überhaupt nicht mehr. Wir lassen jetzt die Prüfung schreiben und fertig. Dann kannst du das ja immer noch abends irgendwie machen. Wenn da alle Leute sagen, wir haben XY zu tun oder was weiß ich, dann kannst du die ja immer noch zeitlich irgendwo hinlegen. Aber bitte lass sie doch einfach in der vorlesungsfreien Zeit schreiben und nicht in der Vorlesungszeit am Abend. Kann ich nicht nachvollziehen, sowas. Ja, jetzt geh doch weg da, Mensch. Keiner will mit dir spielen, du blödes Flammenvieh. Triff mich nicht. Ja, aber gegen sie bin ich ja noch Klacks irgendwie. Ich kann ja morgens aufstehen, meine Sachen machen und abends ins Bett gehen. Aber wenn ich ihren Stundenplan jetzt hätte, da glaube ich, hätte ich gesagt, alles klar, könnte ich alle mal. Das, so dämlich kann man doch nicht sein. Ah, Feuer, 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 Feuer. Ich bin vergiftet. So geht das nicht. So, Sandy hat nicht nebenbei immer was geschrieben, wenn ich hier mich aufgeregt habe und nicht in den Chat gucken konnte. Ja. Also diese Uni hat einfach auf ganzer Linie versagt, wenn ihr mich fragt. Oh nein, ich habe keine Pfeile mehr. Tut mir leid. Wir müssen jetzt alle abbrechen, ich habe keine Pfeile mehr. Hunterung? Ah, ja. Was? Ihr habt doch gerade was gefeatscht. Ich hab's doch genau gehört. Da. Sag mal, Sadie, wirst du mich eigentlich zwangsläufig irgendwann aufholen mit Leveln? Oder werde ich dir immer noch irgendwie ein Müh voraus sein? Ich ja schon fast eingeholt. Ja, genau deswegen frage ich ja. Heißt das dann, dass wir uns angleichen werden? Zumindest fast. Ja gut. Mal sehen. Und wenn ich mal zwischendurch alleine level, dann überhole ich dich. Du
Du levelst alleine, aber du wolltest doch gar nicht das Spiel spielen. Aua. Aua, jetzt bin ich blind. Ich bin blind. Schon wieder. Juhu, ich kann sehen. Huch, nein! Feuer, Feuer! Nicht bewegen! Vielleicht sieht es uns nicht, wenn wir uns nicht bewegen. Noch 5 Minuten, Leute. Wie weit bist du von deinem nächsten Level entfernt, Sadie? Noch ein Drittel ungefähr. Das Drittel noch schaffen? Weil wenn du jetzt ungefähr auf meinem Level bist, ich habe jetzt auch noch ein Drittel. Bin mir nicht ganz sicher, ob wir das noch hinkriegen. In 5 Minuten. Vielleicht hat Karin doch noch gewonnen. Es wird spannend. Es wird das hier echt noch spannend auf dem Ende. In den letzten 5 Minuten. Nein, du sollst nicht hingehen. Da ist ein Feuer. Eine E-Mail bekommen. Ach so. Wow! Schnell, Sadie. Noch 3 Minuten. Sadie kann ja nicht schneller machen. Ich muss ja schneller machen. Huch. Das war ein Lag. Au, das hat wehgetan. Dann schneller, Viola. Aber ich gönne doch Karin den Sieg. Geht ja nicht. 2 Minuten noch.
Sadie, wie steht's? Über 88%. 91%, oh. Oh oh. Lauren wird verlieren. 88,8, ja. Schnapszahl. Ah, noch eine Minute. Oh nein, dann langsamer. Ha! 91,3. 99,0. Oh, Karin, du hast verloren. Es tut mir leid. Oh. Mit dem nächsten. Müssen wir so eine Uhr mit einbauen in die UBS. Oh, wir finden keinen Gegner mehr? Oh. Keinen Gegner finden, können wir auch nicht gewinnen. Oh, das ist ein Gegner. Schaffen wir das noch? Bevor die Uhr umschlägt? Computeruhr umschlägt? Ah! Oh, es hat umgeschlagen. 22 Uhr. Karin hat gewonnen. Yay! Abpfiff! Woo! Au! Au! Ich bin tot! Unfair! Schiebung! Schiri! Rote Karte! Kann ich mal mein Level hier? Traurig. Ibims 1 traurig. Karin hat gewonnen! Juhu! Der war unfair, der. Der Kill war unfair. So. Das war's dann nun für heute. Gut geschafft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Morgen wird gestreamt, glaube ich, in der Gruppe, oder? Wenn alle da sind und gesund sind. Oder fällt aus und wir sehen uns am Donnerstag. Sehr cool, danke für den Stream. Ich danke fürs Zuschauen. So, ich gehe jetzt leveln. Nein, Sadie, du tust das nicht. Du gehst jetzt nicht mehr leveln. Du gehst jetzt ins Bett. Weiß nicht, ob morgen ist. Ja, eigentlich wollte ich ja die Mittwoch immer ausfallen lassen. Aber wir haben ja noch nicht besprochen, ab wann und wie. Danke für den Stream, sagt Red Dragon. Gerne, gerne. Sonst müssen wir uns nochmal morgen im Chat besprechen, wie wir es machen. Wie ausfallen lassen. Ja, es ist ein bisschen anstrengend, wenn du dienstags, mittwochs und freitags streamen sollst. Es wird auf Dauer ein bisschen anstrengend. Und ich denke, wir haben jetzt genug Content, dass wir sagen können, wir können einen Gruppenstream einfach mal ausfallen lassen. Oder die anderen streamen zu dritt oder wie auch immer. Gucken wir mal. Wenn wir sehen, wie wir uns morgen entscheiden. Wie Laune morgen ist. Noch nichts von Rieke gehört, ob die gut wieder angekommen ist. Die ist ja auch durch den Schnee wieder zurückgefahren. Mal schauen. Man hat ja auch mal was anderes vor, das ist korrekt. Gut, dann mache ich das jetzt hier, rappen wir mal ab und so. Vielen Dank fürs Zuschauen, gute Nacht. Wir sehen uns eventuell morgen, ansonsten am Donnerstag bei der Rieke im Stream. Oder am Freitag bei allen im Stream. Und ja, hat viel Spaß gemacht heute. Genau, bis zum nächsten Mal. Ich drücke den Knopf. Warte mal, dafür muss ich hier wahrscheinlich raustippen. So, muss ich auch den Knopf manuell drücken.
War schön, bis bald, genau. Und danke für Sadie ans fürs Mitmachen. Ja, genau. Applaus für Sadie, vielen Dank. Hast du fein gemacht. War sehr schön. Machen wir irgendwann nochmal. Gut. So, ich drück den Knopf. Bye, bye.